Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Pippi! Hey! Guckt mal, womit ich heute zu euch komme. Ja, das ist ein Polizeiauto. Und heute lernen wir etwas über Polizeiautos. Guckt mal, was da steht. Es ist ein Polizeiauto. Guckt ihr den Aufbau eines Polizeiautos mit mir an? Ja, kommt mit. Guckt mal auf den Lichtbalken hier oben. Hier sind die roten Lichter. Und die blauen Lichter sind da. Und apropos Lichter. Wow, seht mal den Scheinwerfer. Wow. Wow, der ist echt hell. Und vorne am Polizeiauto ist diese Druckstange. Das wird zur Hilfe benutzt, um Autos an den Straßenrand zu schieben, die kaputt sind. Und hier unten, das ist ein Lautsprecher. Hört mal. Sieh da, Straße frei machen. Das war super. Und eines meiner Lieblingsteile, der Motor. Daraus zieht das Auto all seine Energie. Und das Öl. Wollen wir das mal prüfen? Gegen Schnupfen. Okay. Seht mal. Ja, das sieht echt gut aus. Also stecken wir den Messstab zurück und schließen die Motorhaube. Jetzt gehen wir nach hinten. Guckt mal hier unten. Die Räder und die Reifen. Und schaut mal hier hin. Zwei Wörter. Das erste Wort ist Olympia. O-L-Y-M-P-I-A. Und das zweite Wort ist Police. P-O-L-I-C-E. Olympia Polizei. Und jetzt zu guter Letzt der Kofferraum. Hier gibt's echt coole Sachen. Warnfackeln. Ein Tempomesser. Und Warnkegel. Sogar Absperrband. Ich zeig euch das, aber später. Aber jetzt ist Zeit zu tanzen. Wollt ihr mal ins Innere des Polizeiautos mit mir schauen? Ja, kommt her! Wow! Jetzt sitzen wir im Inneren des Fahrzeugs. Guckt mal. Guckt auf den Schalter. Seht ihr ihn? Ich drücke ihn ganz nach rechts. Und das sind die Lichter. Guckt! Wow! Die sind so hell. Okay, ich mache sie jetzt aus. Okay, sie sind aus. Jetzt guckt mal hier. Seht ihr? Ich habe das gerade angeschaltet.
Das ist der Scheinwerfer. Seht ihr ihn? Wow. Okay. Ich mache ihn aus. Was gibt es hier noch? Wow, das Lenkrad. Wow. Und? Das Sprechgerät. Hallo, hallo, ich sehe euch. Hier ist Blippi. Das ist lustig. Und, da wir von Lärm reden und Klang, guckt mal hier. Das gleich hier, dieser Knopf. Hört mal. Ja, die Sirene. Und der Computer. Ja. Das ist voll cool. Das ist Blippis Polizeiautolied. Okay, und ich habe noch mehr lustige Sachen zum zeigen. Hier, na los, Tür zu. Okay, kommt her. Guckt mal hier, das ist der Polizeikoffer. Der steckt voller cooler Geräte und Technik. Wow, ein Fernglas. Wow, ich kann echt weit sehen. Wow, hey. Okay, zurück in den Koffer. Ein Flusspferd. Eine Kamera. Taschenlampe. Hallo? Hallo? Damit sieht man im Dunkeln. Wow, ein Erste-Hilfe-Set. Und? Handschellen. So cool. Ich liebe Handschellen. Okay, probieren wir sie aus. Ich lege sie an. Wenn man jetzt Handschellen umhat, kriegt man sie nicht ab. Aber zum Glück. Habe ich einen Handschellenschlüssel. Man steckt ihn hier rein und dreht ihn kurz. Schon sind sie ab, wie von Zauberhand. Hier, wir legen sie zurück. Und zu guter Letzt, jeder Polizeibeamte braucht unbedingt eine Sonnenbrille. Okay. Jetzt bin ich ein echter Polizist. Okay, schaut mal hier rein. Hier kommen die Verdächtigen rein. Wow, die Tür hat noch nicht mal einen Türgriff. Und die Sitze sind aus Plastik und echt unbequem. Ich bin echt nicht gern hier. Und keine Griffe sind wie eine Kindersicherung, aber für Erwachsene. Hey, das ist ein Tempomessgerät. Es schießt ein Laser, welcher auf ein Auto trifft und zurückkommt und zeigt, wie schnell jemand fährt. Hier am Straßenrand gucken wir nach Temposündern. Da ist einer. Der ist viel zu schnell. Schnappen wir ihn. Hallo, hallo, Herr Polizist. Guten Tag, Sie waren zu schnell. Tut mir leid. Was soll ich sagen? Bleifuß. Gut, für heute verwarne ich Sie nur. Wir sorgen hier nur für Sicherheit. Okay, vielen Dank. Bei der Gelegenheit. Wir suchen diesen Mann. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Nein. Der Herr sieht aus, als würde er eine Brille tragen. Das tue ich nicht. Das stimmt. Ich gebe Ihnen das mal. Melden Sie sich, wenn Sie ihn sehen. Okay. Gute Fahrt. Vielen Dank. Tschüss. Das war aber sehr knapp. Ha ha.
Hallo? Hey! Schauen wir uns das Innere des Kofferraums vom Polizeiauto ein wenig genauer an. Seht mal! Wir haben eine Polizeibeamtenmütze. Und? Ja! Eine Sicherheitsweste! Knallgelb! Guckt mal! Wow! Okay. Eine schöne knallgelbe Sicherheitsweste. Wie sehe ich aus? Okay. Oh, und ich habe die Mütze aufgesetzt. Und... Oh, schaut! 4 orangene Warnkegel. 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, schaut mal. Eine Warnfackel. Wow! Ich stecke sie in meine Tasche. Und ein Nagelband. Okay. Auf den Boden. Kofferraum zu. Okay. Eins nach dem anderen. Ein Nagelband. Schaut euch das hier mal genauer an. Wow, schaut mal. Wow, die sind scharf. Okay, das packen wir hier hin. Und das dorthin. Okay, fertig? Guckt mal. Okay. Wir werden einen Trainingsparcours aufbauen für das Polizeiauto. Und das Polizeiauto wird aufpassen, nicht über die Nägel zu fahren, denn die sind echt scharf. Okay, ich nehme die 4 Warnkegel. Einen stelle ich gleich hier ab. Kommt mit. Und den 2. stellen wir hier hin. 1, 2. Und lasst uns den 3. hier hinstellen. 1, 2, 3. Hier ist noch einer. Kommt mit. Okay. Wie wäre es mit hier? Okay? Ja! 1, 2, 3, 4. Oh, fast vergessen. Mein Lieblingsteil, die Warnfackel. Wow. Okay. Das ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder. So. Los geht's. Wow. Okay. Legen wir sie hier auf die Straße. Und los geht die Fahrt. Knapp an den Nägeln vorbei. Haha, gut gemacht. Das hat echt Spaß gemacht, etwas über Polizeiautos zu lernen. Jetzt singe ich euch das Lied vom Polizeiauto. Die sind echt super laut. Seht ihr, wie sie rot und blau blinken? So weiß jeder gleich sofort, hier ist die Polizei. Polizei. Groß
Computer sind dabei. Manchmal ein Hund, der schnuppert gern nach Fetten, schnüffelt nach Verbrechern und fängt sie ein. Polizei, Polizei, Autos. Seid ihr jemals in Not? Oder ist wer verletzt? Oder fährt euch ein Auto drauf? Dann wähl 110. Die Polizei kommt sofort und sie fährt hier. Polizei, Polizei, Auto. Polizei, Polizei. Das hat echt Spaß gemacht. Singen! Tanzen! Zum Polizeiautolied mit euch. Hey, ich muss euch was richtig Wichtiges erzählen. Ihr seid etwas Besonderes. Du bist ein wunderbares Kind. Ich bin so begeistert zu sehen, welche tollen Sachen ihr auf unserem Planeten macht. Ihr macht ihn zu einem besseren Ort und helft auch den Menschen. Und zum Schluss, danke, dass ihr meine Freunde seid. Danke. Nun, ich muss jetzt gehen. Aber wenn ihr noch länger mit mir abhängen wollt, wisst ihr, wie ihr mich findet. Ja, sucht einfach nach meinem Namen. Ihr wisst meinen Namen, oder? Ja, Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi, das ist mein Name. Toll gemacht. Bis bald. Tschüss. Wissen ist der Hit. Kommt, singt alle mit. Blippi.